Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Ja, in den Paragraphen 272 bis 274 gilt es, ja, da finden wir die Überschrift, nur eine einzige einfache Arznei ist dem Kranken zu geben. Mhm. Und da beginnt er in 272 mit: ein solches Kügelchen, trocken auf die Zunge gelegt, ist eine der kleinsten Gaben für einen mäßigen, soeben entstandenen Krankheitsfall. Hier werden nur wenige Nerven von der Arznei berührt, aber ein gleiches Kügelchen unter etwas Milchzucker zerquetscht, in vielem Wasser aufgelöst und vor jedem Einnehmen wohl geschüttelt, gibt eine weit stärkere Arznei zum Gebrauch auf viele Tage. Hier denn noch so kleine Menge hiervon als Gabe gereicht, berührt dagegen so viel, sogleich viele Nerven. Und genau. Dieses Kügelchen, das beschreibt er auch nochmal, diese Streukügelchen behalten ihre Arzneikraft viele Jahre lang, wenn sie gegen Sonnenlicht und Hitze bewahrt bleiben. Genau, muss man einfach ordentlich aufpassen, ne? Ja, also wohlgemerkt, viele Leute kennen doch recht große homöopathische Kügelchen, aber das, was Hahnemann immer beschreibt, sind Mohnsamen große Kügelchen. Ja? Also die werden nicht von jedem Homöopathiehersteller tatsächlich so produziert. Ja? Man muss auch tatsächlich sagen, Patienten sind nicht unbedingt immer so dankbar dafür, wenn sie wirklich diese ganz kleinen Kügelchen bekommen. Gerade etwas ältere Leute haben damit auch Schwierigkeiten. Ne? Also die etwas größeren sind tatsächlich angenehmer anzufassen. Ne? Genau, Hahnemann gibt jetzt zwei Möglichkeiten der Einnahme an. Ne? Also entweder direkt auf die Zunge gelegt, ja, oder er sagt, wir nehmen ein Kügelchen, zerstoßen es mit etwas Milchzucker, machen Wasser dazu und schütteln dann vor jeder Einnahme. Ja? Und das ist stärker als diese ein Kügelchen auf die Zunge. Ja? Mhm. Und man kann es eben viele Tage dann sozusagen aus diesem einen Kügelchen, man kann das sozusagen strecken, ja. Das funktioniert auch wirklich relativ gut. Ja? Oder es funktioniert sehr gut. Also das mache ich bei meinen Patienten eigentlich auch sehr gerne. Ja. Mhm. Genau, also diese Mohnsamengröße, das hat er ja auch in 270 beschrieben. Das ist dann eben, dann soll man das einem Zuckerbäcker letztendlich, den hat er damit beauftragt und dann hatte der eben feines Sieb, sodass also nur die ganz feinen dadurch genommen sind. Also wirklich winzig kleine Kügelchen. Genau. 273. In keinem Falle von Heilung ist es nötig und deshalb allein schon unzulässig, mehr als eine einzige einfache Arzneisubstanz auf einmal beim Kranken anzuwenden. Es ist nicht einzusehen, wie es nur dem mindesten Zweifel unterworfen sein könne, ob es naturgemäßer und vernünftiger sei, nur einzelnen einfachen... Ja, jetzt ist da irgendwie was abgehakt. Moment. Und vernünftiger sei, nur einen einzelnen, einfachen, wohlbekannten Arzneistoff auf einmal in einer Krankheit zu verordnen oder ein Gemisch von mehreren verschiedenen. In der einzig wahren und einfachen, der einzig naturgemäßen Heilkunst in der Homöopathie ist es durchaus unerlaubt, dem Kranken zwei verschiedene Arzneisubstanzen auf einmal einzugeben. Nun, wir werden sehen, es gibt Zustände, wo auch Hahnemann tatsächlich an einem Tag zwei verschiedene Arzneien gegeben hat. Aber das ist an anderer Stelle besprochen. Wir kommen hierhin zurück. Anmerkung 2. Deshalb, weil bei 272 irgendeine Anmerkung 1 war. Ist jetzt nicht so ganz schlüssig, aber okay. Es geht ja um den einzelnen einfachen Arzneistoff oder die einfache einzelne Arznei, die durch chemische Verwandtschaft in unabänderlichen Verhältnissen zweieinander entgegengesetzter Substanzen zusammengesetzte Neutral- und Mittelsalze sowie die im Schoß der Erde entstandenen geschwefelten Metalle und die durch Kunst in sich stets gleichbleibenden Verhältnissen zusammengesetzten Verbindungen des Schwefels mit Laugensalzen und Erden, zum Beispiel geschwefeltes Natron, geschwefelte Kalkerde sowie die aus Weingeist und Säuren durch Destillation verbundenen Ätherarten
könne samt dem Phosphor als einfache Arzneisubstanzen vom homöopathischen Arzte angenommen und bei Kranken gebraucht werden. Hingegen sind jene, die durch Säuren bewirkten Auszüge. Also bezieht sich jetzt darauf, dass es halt einfach sein soll. Aber das sind ja jetzt in dem Sinne komplizierte Stoffe, ne? Also jetzt hier irgendwelche zusammengesetzten Verbindungen, geschwefeltes Natron, geschwefelte Kalkerde und so weiter. Mhm. Hingegen sind jene durch Säuren bewirkten Auszüge der sogenannten Alkaloiden aus den Pflanzen großer Verschiedenheit in ihrer Bereitung unterworfen, zum Beispiel Chinin, Strychnin, Morphin, und können daher von dem homöopathischen Arzt nicht als einfache, sich gleichbleibende Arzneien angenommen werden, zumal da er an den Pflanzen selbst in ihrer natürlichen Beschaffenheit, Chinarinde, Krähenaugen, was ja Nuxomica ist, Opium, schon alles besitzt, was er zum Heilen von ihnen bedarf. Überdies sind ja die Alkaloiden nicht die einzigen Arzneibestandteile der Pflanzen. Hier bezieht er sich natürlich darauf, dass halt ein Auszug aus einer Pflanze der gesamten Wirkung einer Pflanze entspricht. Ne? Also ja, ist halt ganz anders. Genau. Also wenn ich jetzt nur Koffein extrahiere, dann ist das natürlich, entspricht es überhaupt nicht der gesamten Wirkung dieser Kaffeepflanze im Prinzip. Ne? Oder der Arznei Coffea. Ja. Genau, das ist also hier. Zu diesem Paragraphen habe ich auf jeden Fall eine Anmerkung. Geh nochmal kurz zurück auf, nicht auf das Bild, sondern nochmal auf den Paragraphen. Wenn wir unten sehen, steht hier, ein Arzneistoff, also nur einen einzigen Arzneistoff auf einmal in einer Krankheit zu verordnen. So. Es gibt Homöopathen, die der Meinung sind, dass es ein Unterschied ist, ob ein Arzneistoff für eine Krankheit oder ein Arzneistoff für einen Patienten zu verordnen ist, ja? Weil ein Patient kann ja durchaus auch zwei Erkrankungen gleichzeitig haben. Ja? Mhm. Also es könnte jemand zum Beispiel das Problem haben, eine Herzinsuffizienz zu haben und gleichzeitig zum Beispiel Arthrose leiden oder sowas. Genau. Ja? Das sind zwei wirklich sehr grundsätzlich verschiedene Sachen. Oder wir könnten, also Hahnemann hat ja das Miasma, also diese Grundkrankheit sozusagen, auch als etwas, eine Erkrankung angesehen. Jetzt könnte man denken, dass Hahnemann dann durchaus der Meinung gewesen wäre, dass diese Grundveranlagung, also eine Arznei für, was weiß ich, zum Beispiel Sulfur, Tuberkulinum oder ähnliches, also für diese Grunderkrankung, ja, und dann sozusagen eine Arznei für das, was der Patient jetzt, worunter er jetzt konkret leidet, dass das für Hahnemann eventuell tatsächlich zwei unterschiedliche Krankheiten sind. Ja, könnte man denken. Das ist etwas, was in diesem Zusammenhang einfach unklar ist. Ja, also dieser Paragraph ist nicht so klar, wie man das eigentlich denken würde. Ja, was heißt hier jetzt Krankheit? Ja, was bedeutet das jetzt konkret? Heißt das, ich kann meinem Patienten nur eine Arznei geben? Oder heißt das, ich kann meinen Patienten durchaus nur nicht gleichzeitig auf einmal, sondern mindestens mal, sagen wir mal, eine halbe Stunde auseinander oder sowas? Ja, kann ich ihm theoretisch alle halbe Stunde eine andere Arznei geben? Ja, würde das hier davon gedeckt werden, ist unklar. Ja, ja, ich würde sagen, ja, also alle halbe Stunde eine andere Arznei ist wahrscheinlich nicht das, was Hahnemann wollte. Also er könnte, glaube ich, schon für unterschiedliche Dinge tatsächlich auch unterschiedliche Arzneien verordnen. Und das kann sein, dass das genau das ist, weswegen du sagst, ja, euer Hahnemann hat ja tatsächlich mehrere Arzneien einem Patienten gegeben. Ja. Nur halt nicht gleichzeitig. Vielleicht morgens und abends der Unterschied. Ne? Und das spricht jetzt zum Beispiel davon, dass eben zwei einander unähnliche Krankheiten gleichzeitig im Körper richtig haben. Verschiedenen Bereichen des Körpers und dann es eben auch möglich ist oder sogar auch notwendig ist, zwei Arzneien zu geben, nur nicht direkt zusammen. Ganz genau. Aber jetzt
garantiert nicht Komplexmittel, ne? Wo also alles mit also nicht auf einmal ja, Nierenmittel, Lymphmittel, Lebermittel aus allen möglichen homöopathischen Mitteln, die irgendwie Thematik Leber vorrangig haben oder besonders auffällig haben. Die sind sich ja dann auch ähnlich, ne? Also die haben ja gewisse Gemeinsamkeiten. Also ja, das, was Hahnemann jetzt Mittel, auch ne? denken würde, ja, aber das, was Hahnemann jetzt auch denken würde, ist ja, also was er hier eigentlich meinte, also nicht für eine Krankheit das Gleiche, ne? Während diese Sachen, ja die Komplexmittel, ja eigentlich für diese eine Sache gleichzeitig sind. Ne? Ganz genau. Und deshalb, also, naja, Hahnemann hätte das halt nicht gemacht mit den Komplexmitteln, auf jeden Fall. Nein, ganz genau. Ne? Also das ist hier, ja, das Bild ganz einfach. Ne? Nicht zwei gleichzeitig. Genau. Ja. So, und da wir gerade eben festgestellt haben, dass 274 eigentlich doch länger ist, als das jetzt tatsächlich für diese Folge ja, sinnvoll wäre, werden wir den Paragraphen 274 beim nächsten Mal machen. Und für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss. Tschüss.